So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K17. Meine Karriere ist immer noch bei NXT. Wir haben ein Match bestritten gegen Big Cass. Er hat nämlich verloren. Also, wir haben gewonnen gegen Big Cass. Und wie souverän das bitte schön war, ich weiß es gar nicht. Wir dürfen bei NXT jetzt noch eine kleine, feine Promo halten. Wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Wer uns die eingedrescht hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. So, ich würde mal sagen, los geht's. Let's see. Let's wait and see. Und achso, Musik, ne? Kommt ja gleich. Und dann geht's gleich ready ab. Und dann halten wir wieder die Promo unseres Lebens. Ich meine, wir sind eh schon über Face. Also, eigentlich, wir können ja gar nicht mehr verlieren. So, Moment, ich schwöre mich. Okay, reicht wieder. Wie machen wir das? Familienfreundlich, das heißt Ass-Kissing multipliziert mal 3. Das gesamte Paket in Klammern, die Wurzel davon minus 1 und dann nochmal hoch 12. Okay. Wie legen wir los? ich fasse mich kurz. Okay, okay, ich weiß, dass ich es. Was? Nennt mich undankbar, sollte ich mich beim Lampenfieber. Haha, lustig. Das ist mir jetzt peinlich, das habe ich schon tausendmal gesagt. Hier, Leute. Leckt mich, ihr Bauern. Ich will einen Aufkampf. Ich muss gegen die Tyrannei ankämpfen. Olé! Scheiß drauf. Haben wir auch schon tausendmal gehört. Jetzt auch, der kann sich verstecken. Wie tanzen wir? Hier, scheiß Authority. Und so weiter. Bla, bla, bla. Hey, hey, hey. Ich muss mich drehen. Ich bin hier. Bleibt so toll. Hey. Wow. Krasse Promo. Wow. Leckt mich, ihr Bauern, genau. Beste Beleidigung ever. Ach Mann, ist das kacke. Alle paar Monate geht mein Aufladekabel kaputt. Es haftet einfach nicht mehr. Vollblutface, würde ich auch sagen. Erst konnte ich dich nicht leiden, Franz, vor so 5 Monaten. Und heute gucke ich all deine Videos und Livestream und feiere dich richtig hart. Böse und hart, das ist der Franz zockt ja böse. das ist doch ein wunderschöner Kommentar, Kilogramm Fleisch 1. Aber naja, Franz, du Quatschkopf. Wir haben ein Match gegen Baron Corbin. Gegen den Baron von Corbin. Dann würde ich mal sagen, dass der Baron sich bereit machen soll für eine ordentliche Packung Dresche. Ist das ein Wort? Egal, bis gleich. Hey! Was geht ab? Was geht? Was wollt ihr von mir? Warum seid ihr hier? Kann ich euch irgendwie helfen? Habt ihr ein Problem? Dass ihr nach 50 Folgen Karriere immer noch mir zuguckt? War das eigentlich mit euch falsch? Sag mal, könnt ihr guten Content auf YouTube gucken oder so? Weiß ich nicht. Leon Mascher oder Simon Desi oder so ein Scheiß? Was macht ihr hier? Sollen das? Also manchmal, Leute, ernsthaft. Ihr sollt echt über eure Sehgewohnheiten bei YouTube nachdenken. Nee, ist okay. Ich liebe euch alle. Nicht weggehen. Ich brauche euch 3 Zuschauer. Ich brauche euch. So, hier. So, pass mal auf, wie ich ihn jetzt hier wegschnecken werde. Das ist ein Wort, ne? Okay, auf geht's. Wir treten und wir treten 1. Wir treten 2. Wir treten 3. Bist der Einzige, der WWE zockt. Das ist falsch. Ich bin der einzige Coole, der WWE zockt. Das ist richtig Antwort. Nee. Ansage. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin der einzige Lappen, der WWE zockt. Das kannst du vielleicht sagen. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Ich bin ein Lappen. Und das voller Stolz. Das multipliziert mal 3. Holen wir die Rechnung, ne? Boah. Ich habe gesagt nein.
Und wenn Orlando sagt, nee, wie heißt der Nein auf Spanisch? No. Niet? Nee, das ist Russisch. Nada. Nee, das ist nichts, ne? No. No, ist Französisch. Oder ist, halt mal. Sie und? Wie war der Nein auf Spanisch? Leute, helf mir doch mal kurz. Kann so schwer sein. Niet, nada, no, no, ne, no. Einfach nur ein Och, no, 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 non, no. Leute, was könnt ihr alles für krasse Sprachen? Abgesehen von Englisch und Deutsch. Könnt ihr irgendwelche Sprachen? Erzähl doch mal was. Sag mir doch mal, was ihr so drauf habt. Latein ist voll die coole Sprache. Franz in Hortus. Franz im Garten. Ich hatte ein halbes Jahr Latein. In der 9. Klasse auf 5. Klasse Niveau. Das war eines meiner Lieblingsfremdsprachenfächer. Das war schön. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, sagt Diana. Lügnerin. Japanisch, sagt der Hannes. Aber nur weil du ein bisschen New Japan kannst, heißt das nicht, dass du Japanisch kannst. So. Shineo und Boris, warte mal. Ja. Nee, echt. Aber wieso sagst du? Flüssig? Kannst du auch keine 5 Sprachen. Das war ein Witz, gut. Ich kann auf Japanisch bis 10 zählen. Aber das war's dann auch schon. Hatte 4 Jahre lang Französisch, kann's immer noch nicht. Ja, geht mir eh nicht. Kann's immer noch nicht und konnte es auch nie. Hatte auch 4 Jahre lang Französisch. 7. bis 10. Klasse. Abgewählt erst fast Bayerisch. Französisch und Italienisch von Schule? Und Russisch von Eltern? Warst du auf einem Internat oder sowas, wo du nur Sprachen gelernt hast? Oder wie funktioniert das Ganze? Weißt du denn, was Shin Nihon Poris so heißt? Ich liebe Pro Wrestling oder so? Ich auch. Französisch war das Erste, was ich abgewählt habe. Naja, es war nicht ganz das Erste, was ich abgewählt habe. Also bei mir war das Erste, was ich nach 10. Klasse abgewählt habe, zu 100% Biologie und Chemie, also gleich 2 Fächer. So, ach, war das schön, dass ich das nicht mehr hatte. Habe diese Fächer gehasst. Das hatte ja was mit Natur zu tun. Und bei Chemie. Ich bin ja echt so ein Schisser, ne? Biologie-Leistungskurs. Biologie. Wisst ihr, wer Biologie gut kann? Wisst ihr, welche Leute Biologie gut können? Biologie können die Leute, die nur auswendig können. Sachen auswendig lernen können. So. Bei Biologie, da musst du nicht logisch denken können. Da musst du keine Zusammenhänge können oder so. Da musst du nur Sachen auswendig lernen. So, reine Fleißarbeit. Und das sind die schlimmsten Fächer. So, hasse das. So was Schönes wie Mathe, ne? Informatik. Physik war ein bisschen kacke, weil ich dann doofe Lehrerin hatte. Aber ansonsten war Physik eigentlich auch ganz cool. So. Das sind Fächer. Da muss man, wo man nicht lernen muss, wo man einfach nur drauf haben muss. Das sind gute Fächer. Nun macht man schreibt man ein paar Zahlen, hat man gesagt, ach, hab heute geübt. Und das hat gereicht. Das war schön. Aber man kommt auf 14 Punkte, genau. Genau. Oder macht doch so schöne. Englisch ist easy, ey. Gewöhnt euch so früh wie möglich an, einfach alles auf Englisch zu gucken und zu konsumieren. Und dann braucht ihr nie wieder Englisch lernen. Habe ich auch gemacht. Ist perfekt. Einfach Betriebssystem auf Englisch umstellen, Browser auf Englisch umstellen, Website, Facebook auf Englisch umstellen, Serien auf Englisch gucken, mit Untertiteln oder whatever. Zack, hast du Englisch gelernt. Musst du nie wieder Vokabeln lernen. Bist der Pro. War bei mir genauso. So. Und gewonnen. Enchilada-Klatsche. 1, 2, oh. Das war schön. Ach ja. Voll uns auf Englisch gucken, natürlich. Ganz wichtig. Wrestling ist die beste Möglichkeit, um sein Englisch zu verbessern. Naja, weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele für Leute, die einfach null hinhören und trotzdem Wrestling auf Englisch gucken. Vor allem bei Wrestling, ich finde da Serien schon besser, weil bei Serien musst du ja verstehen, was abgeht. Bei Wrestling nicht so unbedingt.
So, Wrestling ist unbedingt, da spricht ja, da sind die Storylines nicht so komplex oder so. Wenn ihr irgendwie House of Cards oder so dann auf Englisch versteht, dann habt ihr es drauf. Der Satz, wenn man Latein beherrscht, ist, wenn man in jeder Sprache besser, das stimmt überhaupt nicht. Bin immer noch nicht genauso schlecht in Englisch, die da. Ich keine Ahnung, was du von mir willst. Lerne erstmal Deutsch, okay? So. Mach doch den OMG durch den Tisch, das hört sich gut an. Aber ich habe ja keinen eingestellt, das habe ich nämlich vergessen. Oh, blutet, da ist Spinning Heel Kick. Ja, ja, ich habe anscheinend den Referee umgehauen. Vielleicht habe ich auch einen OMG eingestellt, wir können es einfach mal probieren gleich. Latein ist schon hilfreich. Null. Naja. Ja, wenn du irgendwie. Latein ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du, weiß ich nicht, Pflanzen bestimmen willst, wenn du wieder dein. Allwöchentlichen Naturspaziergang durch den Wald machst und dann sagen kannst, oh, das ist die gemeine Kastanie und sie heißt so und so auf Latein. Ja, bei Säen ist immer ein bisschen anstrengend, kommt auf an, medizinische Fachbegriffe auf Englisch ist nicht ganz so easy. Ja, brauchst du jetzt nicht, in welcher Serie hast du denn medizinische Fachbegriffe? Bei Scrubs oder was? Aber da sind die ja nicht wichtig oder storytragend. Wo hast du denn medizinische Fachbegriffe auf Englisch? Grace Anatomy. Ach so, ist ja nicht eine. Ach so. Bei der Serie wird auch immer gesagt, dass es eine Serie für Frauen ist, ne? Hab leider noch nie gesehen. Stimmt das? Hat die so viele Elemente, die Frauen nur gut finden? Oder warum wird das gesagt? Kann mir das jemand erklären? Ja. Erklärt mir das mal. Prison Break, ja. Jetzt wird er auch noch mal Zingchung rufen können, oder was? Das würde ich gerne mal wissen, hier. Erzähl mir doch mal einen Schnack. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Naja, ich kann dir nur sagen, jede Staffel sterben mindestens zwei Hauptcharaktere. Das ist ja richtig anziehend. Oder relativ wenig, keine Ahnung. So. Franz ist sehr ein Kritiker. Naja. Genau. Aktuell empfehle ich euch gerne die Serie Westworld. Ganz cool. Voll shit. Liebe die Serie. Ist auch schon. Die erste Staffel ist jetzt fertig. Jetzt. Ach so. Oh. Das South Park ist jetzt auch zu Ende. Staffel 20. Wäre auch sehr geil. Women are funny. smart and funny. Ah, schön. Remember the 80s? So, yeah, komm. Langsam reicht. Langsam reicht. Langsam reicht. Jetzt muss ich auch noch aus der Büschen rauskommen. Hä? Das sah für mich eindeutig nach der Büschen aus oder so. Aber anscheinend war es nur ein STO. Meinetwegen. Ey, Franz, ich bin so schlecht in Englisch wie du in WWE, also scheiße. Geil. Geiler Kommentar, danke. Habt ihr noch mehr solche Statements? Dann raus damit. Lass sie alle hören. Lass sie alle hören. Komm. Give it to me. Bring it on. Bring it on, bitches. Bring it on. Ich möchte doch nur ein paar Special Moves machen. Zack. Nochmal raufhauen. So. Bam, Backstabber. Pow, 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 pow. Warum machst du den Signature Move nicht? Hä? Und hab ich doch. Mein Wortspektrum im Englischen ist so breit wie du. Mensch. Franz, ich bin genauso. Ja, ja. So, jetzt komm raus hier. Ach man, diese dumme Spielref. Halt dein Maul. Oh. Ja. Oh, daneben, klar, why not? Ich bin so gut in Englisch, wie du aussiehst. Scheiße. Wow. Da hast du ja aber richtig viel Kreativität reingebracht. Baba, baba. Mein Englisch ist so wie die Young Lions. Scheiße. Nicht schlecht. Pam. Mein Englisch ist very well, but ich finde die Wörter nicht so schnell. Ja, auch gut. Wunderbar. So, jetzt pass mal auf hier.
Ich habe dir was gesagt. Ich habe hier keinen OMG-Moment. Ja, hätte wer das gesagt. Aber wir machen den Barricade Spear. Den können wir machen. Der Hut liegt da auch bloß rum. Der Hut. Der Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's. Vor allem, wie man später erst voll kapiert, dass der Song reine Werbung ist. Und man ihn voll gefeiert hat. So, Kapitalismus at its best. Gehirnwäsche. Und dann hier. Pizza, Kentucky Fried Chicken and a Pizza. McDonald's, McDonald's. Was? Denke ich mir heute, what the fuck? Und vor allen Dingen, die müssen sich ja irgendwie, die ganzen Marken nicht irgendwie geeinigt haben bei dem Song oder so, dass die überhaupt miteinander assoziiert werden. Eigentlich voll krass. Wie sah denn die Konversation aus? Ja, die Kinder, die können wir alle verderben. Lass uns das alle gemeinsam tun. Mein Englisch ist so beliebt bei meinem Lehrer, wie du Erkan liebst. Franz, schon Alexa Weihnachtsmarkt gewesen? Ach so, beim Alexa in Berlin. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Alexa? Nee. Weißt du, wann das letzte Mal am Weihnachtsmarkt war? Oder beim Weihnachtsmarkt allgemein? Ich auch nicht. Das muss ja noch ein Anklammer gewesen sein. Und wenn du beim Anklammer Weihnachtsmarkt gewesen bist, dann weißt du, was verzweifelt ist. Dann weißt du, wie weiß ich nicht. Nein, der war auch schon ganz okay. Für unsere kleine Stadt. Pff, 4-5 Jahre oder so müsste der sein. Shame ist ja eher Achterbahn und so als Stände. Das ist gut. Aber, muss ich da nicht irgendwie wieder 20 Euro pro Fahrt zahlen? Oh, Leute, wir müssen langsam. Naja, es mag. Meinst du, ich soll da mal hin, Nathalie? Soll ich da mal hin? Wie hast du das gelernt? Andere YouTuber kacken voll ab. Was, beim Spiel? Ach, du bist beim Pin rauskommen. Ja, Skill. Ja, finde ich schon. Sag mal, mit wem ich da hin soll. Soll ich da alleine hin oder was? So. Jetzt, ich will doch bloß. Ach so, wir haben hier. Mit Roma. Vlog. Hashtag Friends on Tour. Ach stimmt ja, da war ja was. Deine Kickouts sind so explosiv wie Note 7. Finde ich auch gut. Leute, Mann, ich möchte noch nur einmal hier. Oh. Ich auch ein Jump aus. Ne, Jump aus ist ja kacke. Da kannst du ja keinen Jump. Ach, rat mal, wer wie Account gewonnen hat. Scheiß auf OMG. Zähl ihn aus! Zähl ihn aus! Los geht's! Es ist unglaublich. Sehr überzeugend. Ich habe ihn ja fertig gemacht. 4,5 Sterne Match. Das Spiel lügt nicht. Das Spiel hat nie Unrecht. Franz, stell jetzt durch den Tisch ein. Ja, chill. Oh. Seht ihr das? Warte mal. Was denn da passiert? War das echt so schlimm? Hoppala. Hoppala. Hoppla. Hoppla. Von was war das nochmal? SpongeBob oder so? Hoppla. War das SpongeBob? Dang. Oh. Hier passiert noch was mit unserem Rivalen. Das gucken wir uns erst beim nächsten Mal an. Dann stelle ich das auch ein mit dem durch den Tisch und die ganze andere Kacke. Der Wurf war cool. Vlog aus. Euer Franz, euer Zockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Ciao!